Die Omnibox, so wird dieses Feld hier oben genannt, kannst du brauchen, um im Netz nach bestimmten Begriffen zu suchen, aber auch um die Adresse direkt einzugeben, wenn du sie kennst. Ich beginne zu schreiben und du siehst, ich bin offenbar schon mal darauf gewesen, deshalb wird mir die Adresse automatisch ergänzt, www.tagesanzeiger.ch. Ja, das muss ich dir wohl nicht speziell erklären. Du kannst dich hier jetzt auf dieser Seite bewegen. Vielen Leuten ist allerdings nicht bewusst, wie diese Adresse da aufgebaut ist. Du siehst jetzt, durch das, dass ich mich auf dieser Seite bewegt habe, wurde hier diese Adresse noch ergänzt. Wir haben hier die sogenannte Domain, Tagesanzeiger. .ch ist die Top-Level-Domain, oft für Schweizer Seiten, muss aber nicht zwingend sein, also auch ein Ausländer kann eine .ch-Adresse registrieren und hier haben wir den Dienst, der verwendet wird, also das World Wide Web. Hier wird oft auch noch eine sogenannte Subdomain verwendet für ein Unterangebot innerhalb eines gesamten Webangebots. Und alles, was darunter ist, sind untergeordnete Seiten. Früher war es so, dass diese Seiten dann in Unterordnen gespeichert waren. Mittlerweile sind Webseiten ja meist datenbankbasiert und insofern nicht mehr in seiner Ordnerstruktur versorgt. Gut, und natürlich kennst du auch den Zurück-Button. Mit mehrmals klicken kommst du wieder zum Ausgangspunkt. Wenn du lange darauf gehst, siehst du den ganzen Verlauf, den du schon zurückgelegt hast. Übrigens, der Verlauf, den kannst du auch hier noch anschauen. Das ist also praktisch, wenn du schon eifrig am Surfen gewesen bist. Manchmal braucht eine Seite einen Reload, dann wenn sie irgendwie hängt oder wenn sich in der Zwischenzeit möglicherweise etwas getan hat, beispielsweise bei einem Live-Ticker. Manchmal ist es aber auch so, dass man diese Seite, die im Moment gerade zu sehen ist, noch stehen lassen möchte und sich dennoch schon weiter hineinbewegen möchte. Nehmen wir an, ich möchte diesen Artikel auch noch lesen, dann drücke ich die Command-Taste, Blumenkohl auf dem Mac oder die Steuerungstaste auf Windows und du siehst, diese Seite wird in einem sogenannten neuen Tab geöffnet. Das heißt, die ursprüngliche Seite bleibt immer noch stehen. Du kannst auch einfach einen neuen leeren Tab aufmachen und hier dann eine neue Suche beginnen. Tabs sind also praktisch, um parallel mit mehreren Webseiten gleichzeitig zu arbeiten.